Hi zusammen, willkommen bei Camp for Happiness. Freut mich, dass ihr alle wieder zuschaut. Ich bin der Patrick und heute geht es nochmals um die Standheizung im VW California T6.1, also Teil 2 in Bezug auf das Know-how zur Luftstandheizung. Letzte Woche habe ich euch ja bereits einiges zur Luftstandheizung hier erzählt, beziehungsweise allgemein zur Standheizung, unter anderem auch, welche Arten es gibt, die Unterschiede zwischen Sofortheizen und Dauerheizen, sowie Problemlösungen, wenn sich die Standheizung dann tatsächlich mal gesperrt hat. Und das Wissen, das setze ich jetzt in diesem Video voraus. Wenn ihr das Video verpasst habt, dann klappt einfach unten die Videobeschreibung auf. Ich verlinke euch das dort nochmals. Heute gibt es weitere Tipps und Infos zur Luftstandheizung, zu den Temperaturstufen und zur Funkfernbedienung. Und wenn ihr wissen wollt, welche Stufe circa welcher Temperatur in Grad Celsius entspricht, dann solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Da der Unterschied zwischen Sofortheizen und Dauerheizen nun klar sein sollte, kümmern wir uns zuerst einmal um die Temperaturstufen. Wenn ihr euch fragt, ob es normal ist, dass die Standheizung auch im Modus Dauerheizen immer mal wieder an- und ausgeht, dann kann ich euch beruhigen, ja, es ist normal. Wir aktivieren jetzt mal das Dauerheizen und wählen dafür die Stufe 5. Das dauert jetzt etwas und dann startet aber der Heizvorgang, sofern die hinterlegte Temperatur aus Stufe 5 noch nicht erreicht ist. Ihr hört es auch schon, der Heizvorgang geht los. Ja, und Stufe 5 bedeutet eine ungefähre Innenraumtemperatur von 19 Grad. Habt ihr hier im Bulli jetzt unter 19 Grad, dann wird zuerst einmal geheizt, bis diese Temperatur erreicht wird. Sinkt 19 Grad oder etwas darüber erreicht, dann geht die Heizung aus. Sinkt dann hier die Innenraumtemperatur, dann geht die Heizung wieder an. Das heißt, wenn die Heizung von an auf aus, beziehungsweise von aus auf an und so weiter springt, so ist das normal. Die Heizung geht aber nicht exakt bei 19,0 Grad aus und bei 18,9 Grad wieder an. Da gibt es einen gewissen Spielraum, sonst würde ja die Heizung ja im Minutentakt zwischen an und aus wechseln. Wie groß der Spielraum ist, das weiß ich leider nicht, aber es wird versucht, einfach im Mittel die 19 Grad zu halten. Natürlich dann mit Werten drunter und auch drüber. Wenn ihr zum Beispiel die Temperatur über mehrere Stunden messt, dann sollte der Wert im Mittel bei 19 Grad liegen. Das ist also damit gemeint. Man sollte nun also wissen, welche Stufe wie viel Grad Celsius entspricht. Ich blende euch die Temperaturstufen jetzt hier unten mal ein. Ich schreibe aber alle Werte auch noch in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch die dort rauskopieren und auch gleich noch auf den Daumen nach oben klicken. Das sind jetzt aber alles circa Werte, aber man hat zumindest mal einen Anhaltspunkt. Denn ich konnte mit der Angabe Stufe 3 oder Stufe 6 bisher noch nie was anfangen. Und wieso VW das Ganze hier in Stufen angibt und nicht gleich in Grad Celsius, bleibt wohl deren Geheimnis. Ich weiß es nicht, aber ihr habt ja jetzt die Temperaturen zu den einzelnen Stufen, deshalb vereinfacht sich die ganze Sache etwas. Zum Thema Heizen sollte jetzt eigentlich das meiste bzw. alles geklärt sein. Und wenn ihr jetzt hier in der Camper Unit mal in die Einstellungen geht, dann gibt es bei der Betriebsart aber auch noch die Funktion Lüften. Um die Betriebsart aber ändern zu können, muss die Zündung an sein und dann könnt ihr hier von Luftstandheizung einfach umstellen auf Lüften und dann geht ihr einfach zurück. Damit könnt ihr, wie die Funktion schon sagt, lüften bzw. etwas für Abkühlung sorgen, wenn ihr zum Beispiel eine Bollenhitze im Bulli habt. Wie im letzten Video erklärt, die Einstellung der Betriebsart bezieht sich aber nur auf Sofortheizen. Wobei in dem Fall müsste es ja dann eigentlich sofort Lüften heißen. Es gibt keine Funktion zum Dauerlüften. Das ist ganz wichtig zu wissen. Also auf Lüften stellen und dann unten Dauerheizen auswählen, bringt nichts, denn da wird wirklich nur geheizt. Also Lüften bezieht sich auf die eingestellte Zeit und danach geht die Lüftung wieder aus.
Ihr könnt aber lüften, wenn ihr entsprechend umstellt und auf Sofortheizen geht. Das mache ich jetzt mal. Also in die Standheizung, dann zur Betriebsart. Wie vorhin schon gesehen, also stellt sicher, dass hier auf Lüften ist. Geht dann auf den Pfeil zurück. Dann dauert es kurz und dann geht er hier unten auf Sofortheizen. Wie gesagt, es wird jetzt Sinn machen, wenn die Betriebsart umgestellt wurde, dass hier jetzt auch steht, sofort lüften. Aber naja, das ist Software VW. Dies funktioniert aber nur für die eingestellte Dauer. Also das geht definitiv nicht permanent. Und an der Stelle nochmals der Hinweis, Achtung, seid vorsichtig bei der Funktion sofort heizen. Das habe ich euch ja im letzten Video im Detail erklärt. Wenn ihr lüftet, dann passiert hier unten beim Auslass aber nichts. Der hat nur die Funktion zum Heizen. Ihr hört auch das Rauschen schon hier vorne, denn die kühle Luft, die kommt hier vorne aus den Auslässen, also ganz rechts, ganz links und hier in der Mitte. Also im Prinzip dasselbe, wie wenn ihr auch während der Fahrt kühlt bzw. die Klimaanlage verwendet. Wenn ihr sofort heizen wollt, dann wird immer die Betriebsart und die Dauer gewählt, die als letztes eingestellt war. Also wenn da noch Lüften gewählt ist und ihr geht dann auf sofort heizen, ja, weil ihr heizen wollt, dann müsst ihr zuvor checken, was denn noch eingestellt ist. Jetzt noch zur Funkfernbedienung. Damit könnt ihr die Standheizung aktivieren und auch wieder deaktivieren. Ich halte es euch mal in die Kamera. Also hier unten aktivieren, oben wieder deaktivieren. Nicht mehr und nicht weniger. Wichtig ist zu wissen, dass ein Aktivieren hier exakt der Auswahl Sofortheizen in der Camper Unit entspricht. Ihr könnt über die Fernbedienung kein Dauerheizen aktivieren, also nur Sofortheizen mit den Settings, die zuletzt in der Camper Unit eingestellt waren. Natürlich dann auch mit all den Problemen, die die Funktion Sofortheizen mit sich bringen kann, das müsst ihr wissen. Also beim Camping würde ich sagen, lasst die Finger von der Fernbedienung und aktiviert Dauerheizen über die Camper Unit. Ein Einsatzzweck für die Funkfernbedienung wäre, ihr seid zu Hause, der Bulli steht im Hof, ihr schaut aus dem Fenster, es schneit und ist bitterkalt. Ja, dann könnt ihr über die Fernbedienung euren California entsprechend vorheizen, um nachher in einen warmen Wagen zu steigen. Wenn ihr noch Fragen habt, so schreibt mir das doch unten in die Kommentare. In der Videobeschreibung, da findet ihr auch einige Links zu Equipment, welches wir einsetzen und auf welche Produkte wir setzen. Mich würde jetzt noch interessieren, ob euch das Video weitergeholfen hat und welche Erfahrungen ihr bisher mit der Standheizung gemacht habt. Und wenn euch das Video gefallen hat, so freue ich mich über einen Daumen nach oben. Solltet ihr noch keine Abonnenten meines Kanals sein, so dürft ihr das jetzt sehr, sehr gerne nachholen. Klickt einfach hier bei YouTube hier unten auf den roten Abonnieren-Button und auf die Glocke daneben. So verpasst ihr in Zukunft kein neues Video hier bei Camp for Happiness. Ansonsten bin ich noch bei Facebook und Instagram zu finden. Schaut dort auch mal gerne vorbei. In diesem Sinne, jetzt ist Schicht im Schacht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Patrick. Ciao, ciao.